Wir haben ein Klimaproblem, wir haben ein Ressourcenproblem. Der Bausektor trägt zu einem Großteil dieser Probleme bei. 60% des Müllaufkommens kommt aus dem Bausektor. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir hier ein Umdenken schaffen, Kreisläufe schaffen, gesunde Materialien nutzen und endlich nach Cradle to Cradle bauen. Der Cradle-to-Cradle-Ansatz ist ganzheitlich. Das gefällt uns aber eigentlich am besten, dass nicht nur beleuchtet wird, welche Schadstoffe beispielsweise in Komponenten drin sind, sondern soziale Prozesse mit einfließen, Wasserkreisläufe, Recyclingfähigkeit, die Kreisläufe. Es geht, dass wir Materialien verwenden, die gesund sind, Materialien verwenden, die in Kreisläufe gehen können, die auseinandernehmbar sind und dass wir aufhören, einfach nur auf reine Effizienzsteigerungen im Bau zu gehen und sozusagen Energie als das Einzige, was wichtig ist, zu betrachten, sondern ganz klar ein Umdenken schaffen, indem das Gebäude eine Materialbank wird. Das heißt, wir brauchen auch eine Politik, die genau das fördert, die vorangeht und zum Beispiel im kommunalen und öffentlichen Bau schon zeigt, wie es gehen kann. Ich glaube, ihr müsst weiterhin enorme Lobbying-Arbeit leisten. Also so eine Veranstaltung wie die heutige ist ganz, ganz wichtig. Zu den Politikern und Politikerinnen gehen, die ja schlussendlich die Gesetzgeber sind, ihnen erklären, warum Cradle to Cradle einfach nicht nur wichtig ist, sondern dass das die Basis ist eines nachhaltigen Wachstums. Man muss auch erklären, dass es ökonomisch umsetzbar ist. Man muss erklären, dass man nicht die kurzfristigen Investitionskosten rechnen darf, sondern die langfristigen Kosten rechnen muss. Es braucht schon diesen Schulterschluss auch dann mit der Stadt, die Grundstück verkauft, auch zu sagen, so ja, wir verstehen vielleicht auch, dass es dann durchaus für das Grün zum Beispiel einen größeren Invest geben muss. Da denke ich, haben wir auch eine Rolle Botschafter dieser Nachhaltigkeit zu sein, Bauherren zu überzeugen, dass es wirklich sich lohnt, dass wir eigentlich schon 5 nach 12 und nicht mehr vor 12 sind. Wirklich was verändern müssen. Wir müssen Glaubenssätze angreifen und verändern. Aber ich weiß nicht, ob es nur Kämpfen ist. Dann wird sich der Markt verändern. Denn der Markt macht nur das, was die Gesellschaft auch will. Aber dazu können wir auf jeden Fall beitragen. Für uns ist das im Prinzip Bildungsarbeit. Wir möchten ja, dass unsere Zielgruppe auf uns zukommt und sagt, wir möchten euer Glas, weil es eben nachhaltig ist. Ja, und weil ihr eben Kreisläufe mitdenkt. Mein Traum wäre es, dass wir in 5 Jahren, vielleicht erst in 10, je nachdem auch, wir sind da ja nicht alleine auf dem Weg und auch abhängig von der Industrie, das erste Haus gebaut haben, was zu 100% wiederverwertbar ist.